Willkommen zu meinem Podcast Mensch sein, sei einfach du selbst. In diesem Podcast geht es darum, echt menschlich und inspirierend zu sein oder sich inspirieren zu lassen. Mein Name ist Iris Günniker, ich bin Expertin für Achtsamkeit und Erfolgscoach. Hallo Iris hier. Ich möchte heute nochmal die Einführungsepisode etwas erweitern, weil es mir wichtig ist, dass du erfährst, warum ich diesen Podcast mache und wie du ihn auch für dich einsetzen kannst, was du daraus gewinnen kannst. Zum anderen möchte ich auch die Abgrenzung zu meinem ersten Podcast, sei achtsam, gesund statt ausgebrannt, klar bekommen. Einmal für mich selbst und natürlich auch für dich. Der Achtsamkeits-Podcast wird weiterhin bestehen bleiben und mehr der Achtsamkeitspraxis dienen. Das heißt, ich möchte da nicht mehr vermischen, sondern wirklich mich schwerpunktmäßig mit meiner Coaching-Praxis und der Achtsamkeitspraxis beschäftigen und werde hin und wieder auch mal zu einer Folge dorthin verweisen. Vielleicht hast du Interesse, etwas zu vertiefen oder vielleicht auch mal eine Achtsamkeitsübung durchzuführen. Das kannst du ja für dich selbst entscheiden. Den Hinweis dazu werde ich auf jeden Fall geben. Dieser Podcast wird meine 6 Jahre Erfahrung widerspiegeln, die ich im Leben gewonnen habe und dient dazu, zu inspirieren, Impulse zu setzen, wie einfach das Leben sein kann, wenn ich aufhöre, nur einseitig verstandesmäßig unterwegs zu sein. Wenn ich wieder lerne, Mensch zu sein. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Weg. Ich werde natürlich nicht nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, sondern wir werden auch Interviewpartner dabei haben und einfach mal schauen, was sich daraus entwickelt. Vielleicht auch Expertenwissen, dass ich Experten einlade zu bestimmten Gebieten. Schauen wir einfach mal, wo es hinführt. Ich möchte einfach mal einen kleinen Ausflug machen. Du wirst vielleicht grübeln und drüber nachdenken zumindest, ob dieser Podcast für dich Sinn macht. Es gab Zeiten, da meinten viele Menschen, die Erde ist eine Scheibe. Andererseits ist unser Industriezeitalter auch keine 200 Jahre alt. Und leider ist auch vieles Wissen verloren gegangen, weil es uns nicht mehr wichtig ist. Das ist mir bei meiner Yogalehrerausbildung vor 6 Jahren klar geworden. Und ich finde es sehr schade, dass wir heute nur noch technologieorientiert unterwegs sind. Denn wir verpassen sehr viel von den alten Weisheiten, diesem zeitlosen Wissen, was überall auf der Welt existierte und heute keine Rolle mehr spielt. Und wie gesagt, das finde ich sehr schade und das soll auch dieser Podcast, diese Lücke soll dieser Podcast auch wieder füllen. Wir folgen heute Technologie, was uns natürlich auch einen tollen Wohlstand verschafft und vieles möglich macht, was vorher nicht möglich gewesen wäre, sei es von heute auf morgen an einer anderen Ecke des Kontinents sich wiederzufinden oder was es auch immer an Wohlbefinden unterstützt. Aber sind wir deswegen wirklich glücklicher? Ich glaube es eher nicht. Und es zeigen ja auch die Analysen und Studien, die immer wieder zu finden sind oder veröffentlicht werden, dass wir zwar den höchsten Wohlstand haben, aber nicht die glücklichsten sind. Was wir aber definitiv sind, was ich auch aus eigener Erfahrung erlebt habe, wir sind die gestresstesten in diesem 21. Jahrhundert, die wir je gewesen sind. Und für mich ist es ein Weg in die Sackgasse, wenn wir so weitermachen auf diesem Weg. Und es ist Zeit, dass wir auch wieder andere Werte in den Vordergrund stellen als nur Geld, Leistung, Druck. Ich denke, es gibt Wichtigeres im Leben und auch bessere Wege, erfolgreich zu sein. Da ist mir wichtig, dass wir uns wieder mehr auf das Menschsein besinnen. Ich glaube auch, dass es noch nie so viele Menschen wie heute gibt, die sich Gedanken über Sinn des Lebens machen, über Sinn auch des Ganzen machen, was wir jeden Tag tun. Genau wie ich mich entschieden habe, dass es nicht alles gewesen sein kann, tagtäglich in diesem Hamsterrad zu laufen, jeden Tag die Vergangenheit zu leben. Ich glaube oder weiß es inzwischen für mich selbst, dass es andere Wege gibt und auch andere wichtige Dinge im Leben, aber das kann nur jeder für sich selbst entdecken. Dieser Podcast soll auf jeden Fall dazu helfen, dich begleiten, herauszufinden, was ich wirklich will, wer ich wirklich bin und mehr aus dem Herzen heraus zu handeln als aus dem Verstand. Einfach beide Seiten der Medaille zu leben und nicht nur auf einem Bein zu hinken. Darum geht es mir hier in den Podcast. Du kannst den Podcast nutzen,
einfach um dein Interessengebiet zu erweitern, dein Wissen aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln, zu experimentieren. Es geht auch gar nicht darum, blind zu glauben, was ich hier erzähle, weil vieles davon ist erfahrungsorientiert. Ich werde natürlich auch immer Hinweise darauf geben, wo ich mein Wissen her habe, die Quellen, worauf meine Erfahrungen letztendlich heraus resultierten. Aber letztendlich ist es wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg geht und findet. Und das kannst du am besten, indem du dir Wissen aneignest, verstehst, akzeptierst und dann deine eigenen Erfahrungen machst. Einfach experimentieren, einfach neugierig sein und schauen, was sich auf deinem Weg weiterbringt. Also entscheide für dich selbst, welche der Episoden dich auf welchem Weg, in welcher Tiefe oder auch nur oberflächlich weiterbringen oder die Hinweise, die Links, die Verweise auf Bücher, Filme, die ich dir geben werde, die dich weiterbringen können und nach Lust und Laune diese zu vertiefen. Das findest du dann immer auch in den Shownotes, im Podcast, auf meiner Homepage. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, wenn du der einen oder anderen Episode folgst und freue mich auch gerne über Kommentare, über Feedback, über Austausch und freue mich sehr auf diesen Weg. Ich werde schonungslos offen sein in diesem Podcast, weil es geht ja darum, meine Erfahrungen, die werde ich auch nicht beschönigen oder irgendwie, ach, wie auch immer. Ich werde einfach es erzählen, wie es ist, wie es mir ergangen ist und wie es mir heute ergeht. Und sei einfach gespannt auf deine Erfahrungen, die du machst, wenn du dich auf deinem Weg begibst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz tollen Weg, ganz tolle Zeit in deinem Leben und dass du für dich lernst, das ist für mich das Wichtigste. Erstmal bei dir selbst ankommen, dann kannst du für dich auch locker dem Leben vertrauen, deinem Herzen vertrauen und findest ganz bestimmt deinen Weg. Für mich ist nur entscheidend, der Weg geht von innen nach außen, nicht über außen nach innen. Dazu werde ich auch noch mehr erzählen. Bis dahin, deine Iris. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Gehe jetzt auf zeitrevolution.com. Dort findest du weitere Informationen zum Podcast, zu meinen Programmen und auch meine Kontaktdaten. Vielleicht hast du Interesse, mit mir in Kontakt zu treten und ich schaue, wie ich dir helfen kann. Lieben Dank und bis bald, Iris.